Okay. Schmeckt nur nach Land. Ich glaube, ich habe so eine Schicht Land noch da. Guck mal, was die für einen Wind machen da. Guckst du alles ab die ganze Zeit, aber es war so geil. Guck mal, wie er aussieht. Ja, wie sieht alles aus? Guck mal, schau mal, oh Gott. Ich bin so dreckig. Überall Klumpen immer. Yeah. Durch die Pampa da, wir waren da mittendrin. Das ist so geil, Punkt links und rechts, da ist nirgends irgendwas. Leute, das war ein Fest hier. War so geil. Ey Leute, das macht so Spaß, ey. So, jetzt durchs Hotel gehen, die denken auch, sag mal, was haben die kranken Schweine denn gemacht? Der Hammer, wirklich. Also, es war das Geilste, mit was ich in meinem Leben gemacht habe, wenn man sich das anguckt, diese ganzen Berge und alles. Und wir waren da mittendrin, sind da irgendwie gefahren, ich glaube, über 2 Stunden. Dementsprechend sehen wir natürlich auch aus. Und also alle auf jeden Fall. Das ist so das Allergeilste, was man machen kann. Also jeder, der nach Las Vegas kommt, sollte unbedingt hier Quad fahren. Und das Erste, was ich jetzt mache in Deutschland, ich kaufe mir, glaube ich, ein Quad. Das ist so geil, man fühlt sich so frei, ja, das ist einfach ja, gar nicht. Aber auch in dieser Natur hier, das ist so geil. Das ist einfach gar nichts. So, das kennt man gar nicht. Komm, aber echt, lass uns doch mal ein Quad kaufen, wir können damit ja fahren.